Ja, liebe Gläubige, am 3. April 1969, also vor 50 Jahren, approbierte Papst Paul VI. Durch die apostolische Konstitution Missale Romanum das veränderte römische Messbuch. Tatsächlich lagen damals erst Teile von diesem Messbuch vor, die lateinische Ausgabe des vollständigen neuen Messbuchs erschien erst im Juni 1970. Mit den landessprachlichen Fassungen dauerte es noch länger. Papst Paul VI. Behauptete am 28. April desselben Jahres in einer Ansprache vor dem Konsistorium, der Novus Ordo Missae sei das Ergebnis der Neuordnung des Messopfers, die von den Konzilsvätern des Zweiten Vatikanums gewünscht worden war. Fragen wir uns also zunächst, wieso man überhaupt eine Reform der Liturgie wollte und was die entsprechende Konstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils dazu sagt. Dann werden wir kurz die Geschichte der Entstehung der neuen Messe betrachten und ihre hauptsächlichen Mängel sehen. Schließlich wollen wir auch die Folgen betrachten, welche diese Reform hatte und die jetzt nach 50 Jahren leicht zu erkennen sind. Das Schema über die Liturgie war das erste, mit dem das Zweite Vatikanische Konzil sich beschäftigte. Fragen um die Liturgie waren wenigstens schon seit dem Ende des 19. Jahrhunderts in der Kirche immer wieder thematisiert worden. Man wollte den Gläubigen die Reichtümer der Liturgie näher bringen, denn oft zelebrierte der Priester am Altar seine Messe, während das Volk sich mit irgendwelchen Andachten beschäftigte, die meist mehr das Gemüt ansprachen, als dass sie die liturgischen Texte übersetzten oder genau ihnen folgten. In Frankreich verfasste der Benediktinerabt Dom Géranger sein großes Werk über das liturgische Jahr. In Deutschland gab ebenfalls ein Benediktiner, Pater Anselm Schott, ein lateinisch-deutsches Messbuch heraus. Also das ist unser Schott, der Vorgänger unseres heutigen Schotts. Pius X. Bemühte sich um die Erneuerung des gregorianischen Chorals, denn in vielen Kirchen wurde damals eine Musik gespielt, die eher in die Oper als in die Kirche passte. Von Pius X. Stammt auch das Wort von der aktiven Teilnahme der Gläubigen am Gottesdienst. Ein Wort, das allerdings später dann oft missbraucht wurde, wie wir noch sehen werden. In der sogenannten liturgischen Bewegung des 20. Jahrhunderts gab es verschiedene Strömungen. Es gab hier Liturgiker, die in einem guten Sinn den Gläubigen die Riten der Kirche erklären und sie zum liturgischen Beten führen wollten. Es gab aber auch damals schon solche, die ohne Achtung vor der Tradition die Liturgie in einem Sinn erneuern wollten, der ihnen als modern, zeitgemäß oder auch als wissenschaftlich erschien. Schon damals machte man natürlich ohne Erlaubnis des Papstes Experimente, zum Beispiel mit der Verwendung der Landessprache oder der Zelebration zum Volk hin. Pius XII. Widmete der Liturgie 1947 seine wichtige Enzyklika Mediator Dei. Hier lobte er einerseits das neu erwachte Interesse an liturgischen Studien, wies aber neuerungssüchtige Bestrebungen zurück, vor allen Dingen die Forderung nach dem Volksaltar und den angeblichen Mahlcharakter der Heiligen Messe.
Pius XII. Ließ in den 50er Jahren dann auch die Liturgie der Karwoche erneuern und gab eine Neuübersetzung, eine lateinische Neuübersetzung der Psalmen heraus für das Brevier der Priester, die sich aber als nicht glücklich erwies und darum auch nicht durchsetzte. Trotz dieser Bemühungen um die Liturgie war gerade in Deutschland in vielen Pfarreien der gregorianische Choral weitgehend unbekannt. Und es kam immer noch vor, dass die Gläubigen die Messe dadurch mitfeierten, dass sie ein deutsches Lied nach dem anderen sangen. Oder Martin Mosebach sagt in einem Vortrag, er erinnere sich, dass in seiner Jugend die Heilige Messe in Frankfurt von beständigen Kommentaren und Gebeten eines Vorbeters begleitet wurde. Man meinte also offenbar, dass die Gläubigen mit der Liturgie nichts anfangen könnten und deswegen beständig berieselt werden müssten. Das war also etwa die Situation am Vorabend des Konzils. Wie Professor Georg May in seinem Buch Die alte und die neue Messe gezeigt hat, waren die Vorstellungen der Väter des Zweiten Vatikanums hinsichtlich einer Reform der Liturgie keineswegs einheitlich, sondern gingen sogar weit auseinander. Während einige Konzilsväter den Messordo unverändert lassen wollten und vor unbedachten Neuerungen warnten, gab es sogar den Vorschlag, zu einer ganz schlichten, vor allem aus Texten der Heiligen Schrift zusammengestellten Missa Orbis, also Messe der Welt. Viele wollten eine Verkürzung der Messe. Es gab aber auch Vorschläge zu einer Vermehrung der Texte, um zum Beispiel die Anbetung der Eucharistie deutlicher zum Ausdruck kommen zu lassen, oder auch die Danksagung nach der Kommunion zu verlängern. Insgesamt wird man sagen können, dass die überwiegende Mehrzahl der Konzilsväter gegenüber einer geringfügigen Überarbeitung des Messritus und einer gewissen Verwendung der Landessprache, vor allen Dingen bei den Lesungen, nicht abgeneigt war. Was sagt jetzt die Liturgiekonstitution Sacrosanctum Concilium? Wie fast alle Texte des Konzils erweist sich auch dieser Text bei näherem Hinschauen als ambivalent, also als zweideutig und wenig präzise. Das wurde von manchen Konzilsvätern auch bemerkt und diese beschwerten sich, dass gar nicht klar werde, was diejenigen, die die Liturgie erneuern wollten, eigentlich vorhätten. Wahrscheinlich war diese Undeutlichkeit des Textes von progressiver Seite bewusst gewollt, um nach dem Konzil eben dann machen zu können, was man wollte. In der Nummer 21 der Liturgiekonstitution heißt es, es ist der Wunsch der Heiligen Mutter Kirche, eine allgemeine Erneuerung der Liturgie sorgfältig in die Wege zu leiten. Bei dieser Erneuerung sollen Texte und Riten so geordnet werden, dass sie das Heilige, dem sie als Zeichen dienen, deutlicher zum Ausdruck bringen und so, dass das christliche Volk sie möglichst leicht erfassen und in voller tätiger und gemeinschaftlicher Teilnahme mitfeiern kann. Nun, es kann wohl niemand dagegen sein, dass die Riten das Heilige der Messe deutlicher zum Ausdruck bringen, aber an der Formulierung, das christliche Volk solle sie möglichst leicht erfassen können, kann man schon sehen, dass die Reform zu einer Vereinfachung der Riten führen sollte. In der Nummer 23 heißt es sogar, schließlich sollen keine Neuerungen eingeführt werden, es sei denn,
ein wirklicher und sicher zu erhoffender Nutzen der Kirche verlange es. Dabei ist Sorge zu tragen, dass die neuen Formen aus den schon bestehenden gewissermaßen organisch herauswachsen. Also das ist zweifellos ein richtiges Prinzip. Nicht keine Neuerungen, es sei denn, es ist ein wirklicher, sicher zu erhoffender Nutzen davon zu erwarten. Und die Entwicklung soll organisch sein. Also die neuen Formen sollen aus den alten herauswachsen. So hat sich die Liturgie immer entwickelt. Aber dieses Prinzip ist natürlich dann bei der Erstellung der neuen Liturgie, der neuen Messe, ganz sicher nicht berücksichtigt worden. Das hat zum Beispiel auch Kardinal Ratzinger dann später offen zugegeben. Er hat gesagt, man habe an die Stelle der gewordenen Liturgie, also der Liturgie, die im Laufe der Jahrhunderte gewachsen ist, eine gemachte Liturgie gesetzt, ein plattes Produkt des Augenblicks. Zur lateinischen Kirchensprache sagt das Konzil, der Gebrauch der lateinischen Sprache soll in den lateinischen Riten erhalten bleiben, soweit nicht Sonderrecht entgegensteht. Da bei der Messe, bei der Sakramentenspendung und in anderen Bereichen der Liturgie nicht selten der Gebrauch der Muttersprache für das Volk sehr nützlich sein kann, soll es gestattet sein, ihr einen weiteren Raum zuzubilligen, vor allem in den Lesungen und Hinweisen und einigen Orationen und Gesängen. Also der eigentliche Opfergottesdienst sollte offenbar weiterhin lateinisch bleiben. An die Verwendung der Landessprache dachte man nur bei den Lesungen und gewissen Gebeten. Aber darüber hat man sich schon 1967, also noch vor der Promulgation der neuen Messe, hinweggesetzt. Denn schon damals gab es die Erlaubnis, die ganze Messe, also auch den Kanon, in der Landessprache zu beten. In Bezug auf die Reform der Messfeier heißt es in der Nummer 50, die Riten sollten unter treulicher Wahrung ihrer Substanz einfacher werden. Aber es wird nirgendwo definiert, was denn jetzt diese Wahrung der Substanz ist, was darunter zu verstehen ist. Wohin die Liturgiereform führen sollte, konnte man schon deutlich aus der Nummer 34 erahnen. Die Riten mögen den Glanz edler Einfachheit an sich tragen und knapp durchschaubar und frei von unnötigen Wiederholungen sein. Sie seien der Fassungskraft der Gläubigen angepasst und soll im Allgemeinen nicht viele Erklärungen bedürfen. Und liebe Gläubige, die römische Liturgie, also unsere überlieferte römische Liturgie, ist im Vergleich zu den meisten orientalischen Riten sowieso schon eher nüchtern und einfach. Der römische Geist liebt die Knappheit und Präzision in den Ausdrücken. Und abgesehen davon, dass Wiederholungen in der Poesie, in der Musik, in der Rhetorik oft eine wichtige Rolle spielen und Wiederholungen auch zur Sprache der Liebe gehören, kann man sich fragen, wo es denn im römischen Ritus unnötige Wiederholungen gibt. Das doppelte Confiteor im Stufengebet betont die besondere Stellung des Priesters bei der Feier der Messe, dass also erst der Priester seine Sünden bekennt und dann der Ministrant bzw. die ganze Gemeinde. Das hat also seinen Sinn, dass es hier verdoppelt wird. Und das dreimalige Domine non sum dignus vor der Heiligen Kommunion dient der Steigerung der Intensität des Gebetes. Beides ist in der neuen Messe natürlich weggefallen. Auf die Anweisung, die Riten sollten knapp und durchschaubar der Fassungskraft der Gläubigen angepasst und nicht viele Erklärungen bedürftig sein, kann sich die neue Messe allerdings berufen.
Aber hier muss man sich auch schon mal vor Augen halten, was hier eigentlich gesagt ist. Das größte Geheimnis zwischen Himmel und Erde, der größte Schatz, den wir hier auf Erden besitzen, das Opfer der Messe, soll sich in möglichst einfachen, durchschaubaren Riten vollziehen. Und durch die Bemerkung von der Fassungskraft der Gläubigen soll wohl gesagt werden, dass die Gläubigen die Messe nicht verstehen können, dass sie zu kompliziert ist, was im Grunde eine Beleidigung der Gläubigen ist. Im Übrigen berichteten gerade die Missionare, also die Missionsbischöfe, die in Gegenden mit einfachen, wenig gebildeten Menschen wirkten, dass die Eingeborenen diese feierlichen Riten und Gebräuche der Kirche sehr schätzten. Und ich habe auch einmal von einem protestantischen Missionar in Indien gelesen, das war, glaube ich, im 19. Jahrhundert, der die Katholiken gewissermaßen um ihre Liturgie beneidete, weil er sagte, diese katholische Liturgie mache auf die Inder einen viel größeren Eindruck als der nur aus Schriftlesung und Gebet bestehende protestantische Gottesdienst. Natürlich bedürfen die Riten der Messe der Erklärung. Schon das Konzil von Trient mahnte darum, die Pfarrer die Riten der Heiligen Messe zu erklären. Aber es dürfte ja wohl wirklich nicht zu viel verlangt sein, sich in diese heiligen Riten einführen zu lassen. Und da der Messritus ja immer dasselbe ist, ist das ja auch nicht so schwierig. Auffällig im Konzilsdekret ist die mehrfache Erwähnung der Fachleute. Die Fachleute sollen für die Revision der Liturgie herangezogen werden. Auch wie der Kardinal Ratzinger wird später sagen, in den Reformen nach dem Konzil wären nicht so sehr die Hirten, also die Bischöfe, sondern die Fachleute bestimmend gewesen. Was sie als angeblich gesicherte Wissenschaft ausgaben, das galt. An konkreten Forderungen enthält die Liturgiekonstitution dann noch eine Vermehrung der Schriftlesungen, die Wiedereinführung von Fürbitten und die Erlaubnis zur Konzelebration, weil dort dadurch die Einheit des Priestertums in Erscheinung trete. Wir können also festhalten, dass sich sowohl Konservative als auch Progressive auf die Liturgiekonstitution berufen können, weil diese mehrdeutig und nicht präzise ist. Viele Konzilsväter meinten wohl, dass der Papst und die Kurie schon dafür sorgen würden, dass die Reformen in einem guten Geist umgesetzt würden. Eine Hoffnung, die sich leider als vergeblich erwiesen hat. Immerhin wird man sagen können, dass die neue Messe einigen Punkten der Liturgiekonstitution ausdrücklich widerspricht oder sie missachtet. Und darum hätte die neue Messe, so wie sie dann 1969 promulgiert wurde, auf dem Konzil sicherlich keine Mehrheit gefunden. Die Ausarbeitung des neuen Messritus wurde dem Rat zur Durchführung der Liturgiekonstitution, kurz Konsilium genannt, anvertraut. Der Sekretär dieses Rates war Annibale Bonini, der lange Zeit das Vertrauen Pauls VI. Besaß. Obwohl er nur Sekretär war, war er doch die eigentlich treibende Kraft im Konzilium und spielte hier eine unheilvolle Rolle. Pater Louis Bouyer, selbst ein Mitglied des Konziliums, hat in seinen Memoiren behauptet, Bonini habe Paul VI. Das Konzilium schlau gegeneinander ausgespielt. Wenn es im Konzilium Widerstand gegen seine Pläne gab,
habe er sich einfach mit der Behauptung, der Heilige Vater will es so, durchgesetzt. Wenn dagegen der Papst Bedenken hinsichtlich einer Sache hatte, dann habe Bognini ihm versichert, im Konzilium seien alle in dieser Hinsicht einer Meinung. Bouillet berichtet von einem Gespräch, das er mit Paul VI. Nach der Liturgiereform hatte. Er sagt, dass Paul VI. Schlussendlich über die Kraftlosigkeit und Dürftigkeit der neuen Liturgie auch nicht mehr besonders glücklich gewesen sei. Bouillet schreibt, als er mit mir, also Paul VI., als er mit mir über unser famoses Werk sprach, dem er am Ende mit kaum mehr Begeisterung als ich zugestimmt hatte, sagte er zu mir, aber warum denn haben Sie auf diesen Reformen bestanden? Selbstredend antwortete ich ganz einfach, weil Bonini uns sagte, dass Sie es unbedingt so wollten. Er reagierte sofort, ist das möglich? Zu mir sagte er, dass Sie alle in dieser Hinsicht einer Meinung waren. Bouillet schreibt auch, Bonini habe auf eine solche Eile gedrängt, dass er, Bouillet, das zweite Hochgebet zusammen mit dem Benediktiner Bernhard Bott in einer Nachtsitzung habe fertigstellen müssen, und zwar in einer Kneipe in Trastevere. Also hier soll die Endredaktion des zweiten Hochgebetes gemacht worden sein. Hierzu passt ein Wort, das Hans Urspol von Balthasar in einem Vortrag in den 70er Jahren gesagt hat. Also Balthasar ist gar keineswegs ein Traditionalist. Er wurde auch bekannt durch seine These von der leeren Hölle. Aber er sagte damals, das Tridentiner Konzil war von einer Wolke von Heiligen begleitet, die diese Reformen, die das Konzil beschlossen und vorgeschlagen hat, mit einem unerhörten Einsatz durchgeführt haben. Das Zweite Vatikanum ist wohl von keiner solchen Wolke begleitet worden. Und man sieht als den offensichtlichsten Erfolg zunächst einmal einen großen Zusammenbruch. Am 24. Oktober 1967 wurde den Mitgliedern der in Rom versammelten Bischofssynode, darunter war auch Erzbischof Lefebvre, erstmals in der Sixtinischen Kapelle die vom Liturgierat zusammengestellte Messe, die sogenannte Missa Normativa, vorgestellt. Sie wurde von Pater Bonini auf Italienisch zelebriert. Hier fehlten erstmals die alten Opferungsgebete und der römische Kanon wurde durch den neuen oder durch den heutigen dritten ersetzt. Bis auf wenige Änderungen war das die wenig später promulgierte neue Messe. Das Ergebnis der zwei Tage später stattfindenden Abstimmung war für die Urheber dieser Messe allerdings ein Schock, denn die Messe fand keineswegs die begeisterte Zustimmung, die man erwartet hatte. Von den 180 Abstimmenden stimmten nur 71 vorbehaltlos zu. 62 stimmten mit Vorbehalt zu, wollten also noch Änderungen. 43 stimmten ganz dagegen, 4 enthielten sich. Im Übrigen hatten auch schon während der Vorführung dieser Messe manche Bischöfe die Kapelle zum Zeichen ihres Protestes verlassen. Manche Bischöfe brachten damals auch ihren Unmut über die dauernden Veränderungen zum Ausdruck. Man muss sich vor Augen halten, dass schon in den Jahren davor eine Änderung nach der anderen kam, sodass manche wirklich schon genug hatten. Bereits 1964 wurde die Spendeformel der Heiligen Kommunion in Corpus Christi, also der Leib Christi, umgewandelt. 1965 kam ein erstes überarbeitetes Messbuch heraus, bei dem der Psalm Judica und das Schlussevangelium wegfielen
und die Möglichkeit gegeben wurde, viele Texte in der Landessprache zu beten. Ausgenommen waren hier allerdings noch die Opferungsgebete und der Kanon. Diese blieben auf Latein. Diese Messe hat auch Erzbischof Lefebvre eine Zeit lang zelebriert. Im selben Jahr kam die Erlaubnis zur Zelebration zum Volk hin, zur Konzelebration, zur Kommunion der beiden Gestalten, wenigstens bei besonderen Anlässen, und zur Vorabendmesse. 1966 wurden die Fürbitten eingeführt. Anfang 1967 wieder neue Änderungen. Jetzt wurden viele Kniebeugen und Kreuzzeichen gestrichen. Die Hostie blieb die ganze Zeit auf der Patene. Brot und Wein wurden ohne Kreuzzeichen auf das Korporale gelegt. Das Gebet zur Dreifaltigkeit vor dem Segen entfiel. Es hieß, der Priester könne es ja laudabilite, also löblicherweise, privat auf dem Rückweg vom Altar beten. Bischof Lamont sagte im Namen der rhodesischen Bischöfe, die Gläubigen seien schon verstört durch die bereits gemachten Änderungen. Die Versammlung solle lieber sagen, genug der Änderungen, anstatt neue zu beschließen. Auch Bischof Marson aus dem Sudan meinte, der Zeitpunkt sei gekommen, mit den Experimenten Schluss zu machen. Nach dieser Erfahrung haben die Reformer keine Abstimmung mehr veranstaltet. Man hat gesagt, die neue Messe sei auf vorkonziliare Weise eingeführt worden, nämlich allein durch die Autorität des Papstes. Betrachten wir nun die wichtigsten Mängel des neuen Ritus. Hier ist zuerst einmal seine Entsakralisierung zu nennen. Die Forderung des Konzils, die Riten mögen den Glanz edler Einfachheit an sich tragen, knapp durchschaubar und frei von unnötigen Wiederholungen sein, wurde dadurch umgesetzt, dass man die Gesten der Anbetung und Verehrung, alles, was auf die Heiligkeit der Messe hinwies, deutlich reduzierte. So wurden die meisten Kniebeugen, Verneigungen und Segenszeichen gestrichen. Auch die geheimnisvolle Stille beim Kanon und der Wandlung ist verschwunden. Die völlige Beseitigung des Lateins hat ebenfalls zu dieser Entsakralisierung beigetragen. Es ist im höchsten Maß angemessen, dass die Liturgie in einer Sprache gefeiert wird, die dem profanen Gebrauch entzogen ist. Denn es entspricht dem heiligen Charakter des Gottesdienstes, in einer Sprache gefeiert zu werden, die nicht auf der Straße verwendet wird. Das ist nicht nur in der lateinischen Kirche so, sondern auch in anderen Teilen der Kirche. Und selbst bei manchen nicht-christlichen Religionen findet sich eine besondere Kultsprache. Die orthodoxen Griechen feiern die Liturgie im Altgriechischen, die Russen in Altslawisch. Die Juden verwendeten zur Zeit Christi die hebräische Sprache für den Gottesdienst, wobei die Umgangssprache ja eben aramäisch war. Selbst den Mohammedanern ist diese Praxis nicht fremd, denn sie verwenden für ihre Gebete das Altarabisch. Das völlige Verschwinden des Lateins steht auch im Gegensatz zur Weisung des Konzils, wie wir schon gesehen haben. Aber hören Sie einmal, was Rahner und Vorkrimmler hierzu in ihrem Konzilskompendium schreiben. Ich zitiere, es ist heute, nachdem die nachkonziliare liturgische Arbeit in der Sprachenfrage entschlossen vorgegangen ist, leicht die Forderung einer arkanen Sakralsprache als Nonsens und diese selbst als museales Relikt und als Widerspruch gegen das kommunikative Wesen der Sprache zu entlarven. Als eine über tausendjährige Praxis, nicht nur der lateinischen Kirche, sondern sogar anderer Religionen,
wird hier als ein Nonsens, als also ein Unsinn bezeichnet. Das zeigt die ganze Überheblichkeit, mit der damals die tonangebenden Theologen den traditionellen Glauben bewerteten. Man behauptet zwar oft, die Gläubigen würden die Messe jetzt besser verstehen, wo sie in der Landessprache gefeiert wird. Aber zunächst einmal vergisst eine solche Argumentation, dass sich in der Heiligen Messe unaussprechlich Geheimnisse vollziehen, die kein Mensch vollkommen verstehen kann. Dieser Mysteriencharakter der Messe soll in der geheimnisvollen Sprache ihren Ausdruck finden. Die nicht allgemein verständliche Sprache soll gerade darauf hinweisen, dass wir vor einem Geheimnis stehen. Dem gleichen Zweck dienen auch die stillgebeteten Teile der Messe. Dagegen täuscht die Landessprache eine Verständlichkeit vor, die gar nicht gegeben ist. Die Leute meinen heute, sie wüssten, was die Messe ist, weil sie in der Landessprache gefeiert wird. In Wahrheit haben sie wahrscheinlich noch niemals so wenig vom Wesen der Heiligen Messe gewusst als heutzutage. Wir kommen darauf noch einmal zurück. Natürlich soll der Mysteriencharakter nicht so weit gehen, dass die Gläubigen überhaupt nichts verstehen von dem, was sich am Altar vollzieht. Deswegen eben sollen ja die Priester den Gläubigen die Riten erklären und dieses Volksmessbuch, also der Schott oder der Bomm, das war sicherlich ein Fortschritt, eine gute Sache, dass man den Gläubigen dadurch den Zugang zu den schönen Gebeten der Liturgie eröffnet hat. Das fast völlige Fehlen von stillem Gebet in der neuen Messe lässt den Teilnehmern auch wenig Zeit für das persönliche Gebet. Auch das steht wieder im Widerspruch zum Konzil, in dem es immer noch heißt, auch das heilige Schweigen soll zu seiner Zeit eingehalten werden. Ich habe es manchmal erlebt, dass Gläubige, die erstmals an der Tridentinischen Messe beigewohnt haben, obwohl sie nicht viel verstanden haben, das doch als positiv empfunden haben, dass man in der überlieferten Messe Zeit hat zum persönlichen Gebet, was man in der neuen Messe eben fast nicht mehr hat. Die schlimmsten und tiefgreifendsten Veränderungen betreffen sicherlich die Verschleierung des Opfercharakters der Messe zugunsten ihres angeblichen Mahlcharakters. Die heilige Messe, liebe Gläubige, ist die Vergegenwärtigung des Kreuzesopfers, das Christus auf Golgotha dargebracht und durch das er uns erlöst hat. In der Messe opfert Christus seinen Leib und sein Blut, die er am Kreuz auf blutige Weise hingeopfert hat, erneut seinem Vater auf, wenn auch auf unblutige Weise und indem er sich des menschlichen Priesters als Werkzeug bedient. Die heilige Messe ist also ein wahres Opfer, durch das Gott täglich und endlich angebetet und verehrt wird, durch das zahllose Sünden der Menschen gesühnt und uns die Verdienste des Kreuzesopfers zugewendet werden. Die heilige Messe ist darum das vollkommenste Werk der Gottesverehrung, eine Quelle unendlichen Segens für die ganze Welt, wie es im Aufopferungsgebet des Kelches in der überlieferten Messe zum Ausdruck kommt, indem es hier heißt, dass das Opfer für unser und der ganzen Welt Heil dargebracht werde. Darum sagte der Pater Pio, eher könnte die Erde ohne die Sonne bestehen als ohne das heilige Messopfer. Die heilige Kommunion, die man allenfalls ein Mahl nennen kann,
ist die Frucht dieses Opfers, aber nicht das Wesen der Messe. Durch die heilige Kommunion sollen wir der Früchte der Messe in einem überreichen Maß teilhaft werden. Aber man kann der heiligen Messe auch fruchtbar beiwohnen, ohne zu kommunizieren. Pius XII. Schreibt im Mediator Dei, dass der Opfercharakter der Messe gerade durch die Doppelkonsekration zum Ausdruck komme, indem der Priester Brot in den Leib und den Wein in das Blut Christi verwandelt, wird diese Trennung von Leib und Blut dargestellt, sakramental dargestellt, also die Vergießung des Blutes, die in Wirklichkeit am Kreuz stattgefunden hat. Jesus wird also hier im Zustand der Opfergabe gezeigt. Das wollen moderne Theologen im Allgemeinen nicht mehr akzeptieren. Und die Verdunkelung des Opfercharakters geschah zunächst durch die Entfernung der alten Opferungsgebete. Zur Begründung hat man behauptet, das sei auch so eine sinnlose Verdoppelung, weil hier das vorweggenommen werde, was doch erst im Kanon bei der Wandlung geschieht, weil die Hostie auch hier schon als makellose Opfergabe bezeichnet wird. Aber das ist eben eine Ausfaltung dessen, was in der Wandlung geschieht, die typisch ist für die Liturgie. Wir können nicht alles auf einmal erfassen und zum Ausdruck bringen. Und darum wird das im Ritus entfaltet. Zudem bringt das Offertorium auch gerade zum Ausdruck, dass die Messe nicht nur das Opfer Christi, sondern auch unser Opfer und das Opfer der Kirche ist. Der eigentliche Grund für die Entfernung dieser Gebete dürfte aber vor allen Dingen darin bestanden haben, dass in diesem Gebet zur Darbringung der Hostie ganz klar zum Ausdruck kommt, dass die Messe ein Opfer zur Sühne für die Sünden ist. Der Priester betet hier, dass er diese makellose Opfergabe Gott darbringt für meine unzähligen Sünden, Fehler und Nachlässigkeiten, auch für die Umstehenden, alle Christgläubigen, für die Lebenden und Verstorbenen. Dieses Gebet hat schon Luther gestört, der bekanntlich den Opfercharakter der Messe geleugnet hat. Man hat im neuen Messritus dieses Gebet durch etwas ersetzt, was teilweise einem jüdischen Tischgebet aus dem Mittelalter entspricht, also kein alttestamentliches Gebet. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es uns das Brot des Lebens werde. Wie Dr. Barth in seinem Buch Die Messe der Kirche schreibt, wollte Paul VI. Immerhin noch die Hinzufügung des Quod tibi offerimus, also wir bringen es dir da, als Kennzeichen des Opfercharakters, obwohl das sehr schwach ist. Aber im Deutschen und den meisten Übersetzungen hat man das völlig neutralisiert durch den Ausdruck, wir bringen vor dein Angesicht, der also keinerlei Beziehung zum Opfer mit sich bringt. Auch der römische Kanon war Luther ein Dorn im Auge. Man hat zwar nicht gewagt, diesen Kanon völlig wegfallen zu lassen, beziehungsweise Paul VI. Hat das wohl auch verhindert, aber man hat diesem Kanon neue Kanones beigesellt, die theologisch weniger reich und deutlich sind und vor allen Dingen von dem wegen seiner Kürze am meisten verwendeten zweiten Kanon. Über diesen wurde in der kurzen kritischen Untersuchung
der Kardinäle Ottaviano und Bacci geschrieben, dass er in voller Gewissensruhe von einem Priester gefeiert werden könne, der weder an die Transsubstantiation, also die Wandlung, noch an den Opfercharakter der Messe mehr glaubt und dass er sich daher auch bestens für die Feier eines protestantischen Religionsdieners eignen würde. Gerade von diesem Kanon wird immer wieder behauptet, er sei ja besonders alt und authentisch, weil er aus der Kirchenordnung des Hippolyt stamme. Auch wieder Dr. Barth hat diese Behauptung in seinem Buch Die Mär vom antiken Kanon des Hippolytos ausdrücklich widerlegt. Das Gebet ist in Wirklichkeit umgestaltet und verstümmelt worden. Von der Befreiung aus den Fesseln des Teufels ist zum Beispiel keine Rede mehr, weil das wohl dem Zeitgeist nicht entspricht. Wir sehen also, dass zwei der wichtigsten Forderungen Luthers in der neuen Messe verwirklicht wurden, die Streichung des Offertoriums und wenigstens faktisch auch die des römischen Kanons. Ein berühmtes Foto zeigt hier auch Paul VI. Zusammen mit 6 protestantischen Pastoren, die ihre Wünsche in Bezug auf die Reform der Messe äußern durften. Einer von ihnen, Max Thyrion von Thésée, hat später gesagt, nichts in der erneuerten Messe braucht den evangelischen Protestanten wirklich zu stören. Und auch viele Konvertiten haben sich nach dem Konzil enttäuscht gezeigt und gesagt, dafür hätten sie nicht konvertieren müssen, dass jetzt die katholische Kirche die protestantischen Riten übernimmt beziehungsweise sich dem protestantischen Abendmahl anpasst. Eine der schlimmsten Neuerungen war sicherlich auch die Änderung der Zelebrationsrichtung. Auch das eine Forderung Luthers, die Messe zum Volk hin zu feiern, die sie allerdings in den lutherischen Kirchen nicht oder fast nicht durchgesetzt hat. Das Konzil hat ebenfalls nicht davon gesprochen, aber schon 1965, wie gesehen, wurde die Erlaubnis dazu gegeben. Gerade dadurch wird der angebliche Mahlcharakter der Messe betont und der Eindruck erweckt, es handelt sich hier um eine reine Erinnerungsfeier an das letzte Abendmahl Jesu. Es war auch so eine Behauptung der Fachleute der damaligen Zeit, dass man dadurch zu einer besonders authentischen, urchristlichen Form der Messfeier zurückgekehrt sei. Aber das ist längst widerlegt worden. Es gibt eine ganze Reihe von Arbeiten, die zeigen, dass es die Zelebration zum Volk hin nie gegeben hat in der alten Kirche. Wenn man überhaupt Wert auf die Zelebrationsrichtung legte, dann war es die Zelebration nach Osten hin, weil man in der aufgehenden Sonne ein Symbol für den auferstandenen Christus sah. Wenn der Altar sich also wirklich in manchen Kirchen vor dem Volk befand, dann wendeten sich beim eigentlichen Opfergottesdienst alle nach Osten, auch die Gläubigen. Erzbischof Lefebvre schreibt in seinem geistlichen Wegweiser, man habe allerdings auch schon vor dem Konzil dem Kreuzesopfer, das sich auf unseren Altären fortsetzt, nicht immer seinen gebührenden Platz eingeräumt, sogar in der Unterweisung der Kirche in den Katechismen. Man habe vor allen Dingen von der Eucharistie gesprochen und das Opfer nur nebenbei erwähnt. Und der Erzbischof kommentiert das so, das stellt eine große Gefahr für den Glauben der Gläubigen dar, besonders angesichts der heftigen Attacken der Protestanten gegen das Opfer.
Der Teufel täuscht sich nicht, wenn er darauf versessen ist, das Opfer zum Verschwinden zu bringen. Er weiß, dass er damit das Werk unseres Herrn in seinem Lebenszentrum angreift und dass jede Missachtung dieses Opfers den Ruin des gesamten Katholizismus nach sich zieht. Immerhin betonte man aber vor dem Konzil ganz stark die Realpräsenz, also die wirkliche Gegenwart Jesu Christi in der Eucharistie. Wie sieht es damit in der neuen Messe aus? Wir haben schon gesehen, dass die Zeichen der Anbetung, die Kniebeugen und überhaupt das Knien deutlich reduziert wurde. Bei der Wandlung macht der Priester nur noch eine Kniebeuge, und zwar nach der Elevation. Papst Franziskus geht mit schlechtem Beispiel voran und macht nur noch eine Verneigung. Man hat mir gesagt, dass viele Priester das jetzt nachahmen würden, eben auch nur noch eine Verneigung machen. Auch die Sorge um die kleinsten Partikel der Eucharistie wurde aufgegeben. Der Priester hält Daumen und Zeigefinger nach der Wandlung nicht mehr zusammen. Er bemüht sich nicht um eventuell auf dem Korporale zurückgebliebene Partikel. Sogar wenn eine Hostie zu Boden fällt, heißt es einfach, man solle sie wieder aufheben. Früher hat man in einem feuchten Tuch versucht, die Partikel aufzunehmen. Vor allem hat dann die Einführung der Handkommunion dem Glauben an die Realpräsenz zweifellos sehr geschadet. Es stimmt zwar, dass es in der Antike wohl den Kommunionempfangen die Hand gegeben hat, aber was es nie gegeben hat, war diese Art des nachkonziliaren Kommunionempfangs, ohne jede Geste der Ehrfurcht und Anbetung. Die Beschreibungen der Handkommunion im Altertum zeigen, dass man sich mit deutlichen Zeichen der Ehrfurcht näherte, indem man eine Kniebeuge machte oder sich tiefer neigte, die Hände ausstreckte in Sehnsucht nach dem Sakrament. Die Kommunion wurde auch nicht mit der Hand ergriffen, sondern mit dem Handteller und aus dem Handteller mit dem Mund aufgenommen, wie ich das einmal bei Anglikanern gesehen habe, wo es offenbar zum Teil noch so üblich ist. Im Übrigen hat sich die kniende Mundkommunion gewissermaßen von selbst durchgesetzt, weil es dem lebendigen Glauben früherer Zeiten selbstverständlich war, die Haltung einzunehmen, die am meisten im Glauben entspricht und die Ehrfurcht am meisten zum Ausdruck bringt. Es brauchte dazu gar keine oberhirtlichen Anordnungen. Man könnte noch eine ganze Reihe von Mängeln des neuen Messritus anführen, wozu hier keine Zeit ist. Das Ganze wird meist noch übersteigert durch die vielen Eigenmächtigkeiten der Liturgen. Auch diese sind im neuen Missale zum Teil aber auch schon grundgelegt durch die vielen Wahlmöglichkeiten, die es hier gibt und auch die Möglichkeit, ständig Kommentare zu machen. Die nachkonziliaren Päpste sind hier ebenfalls teilweise mit schlechtem Beispiel vorangegangen. In den Papstmessen Johannes Pauls II. Während seiner Pastoralreisen gab es öfters heidnisches Getrommel und Getanze, irgendwelche heidnischen Riten, die hier mit aufgenommen wurden. Benedikt XVI. Schrieb sogar einmal, die Liturgie würde teilweise heutzutage so konzipiert, et si Deus non daretur, als wenn Gott nicht gegeben wäre. Also er sagt, die Liturgie wird oft als das rein innerweltliches Geschehen
konzipiert. Wichtig ist aber doch zu sehen, dass auch eine völlig korrekt nach dem neuen Messbuch gefeierte Messe, sogar wenn dies am Hochaltar in Latein geschieht, gegenüber der überlieferten Messe ein Rückschritt ist. Das Offertorium ist mehr oder weniger zerstört und in eine Gabenbereitung verwandelt. Es gibt nur wenige Kniebeugen und andere Ehrfurchtsbezeigungen. Zudem ist die Zelebration zum Volk hin in der Landessprache und unter Verwendung des zweiten Kanons auch eine korrekte neue Messe. Was waren nun die Folgen? Unser Herr sagt, an den Früchten werdet ihr sie erkennen. Das ist das Kriterium, das unser Herr zur Unterscheidung der wahren von den falschen Propheten angibt. Ein schlechter Baum, sagt er, bringt keine guten Früchte, ein guter Baum keine schlechten Früchte. Nun, die Früchte der neuen Messliturgie sind verheerend und sie hätten kaum schlimmer sein können. Das war schon sehr bald zu sehen und ist heute noch deutlicher. Die neue Messliturgie hat keineswegs eine neue Begeisterung für die Feier der Messe erweckt, sondern gerade das Gegenteil. Der Gottesdienstbesuch ist dramatisch zurückgegangen. Die Messe ist eben nichts Besonderes, nichts Geheimnisvolles, nichts Erhabenes mehr. Und darum wird sie auch nicht mehr geschätzt. In Deutschland liegt der Messbesuch wohl noch bei ungefähr 10% der Katholiken, wobei allerdings die allermeisten alte Leute sind. In vielen Pfarreien fehlen die Jugendlichen und jungen Erwachsenen vollständig. Die Folge ist die Schließung vieler Kirchen. Auch die Priester lieben die Messe nicht mehr. Eine erste Folge des Konzils bei den Priestern war, dass Tausende ihr Priestertum aufgegeben haben. Und obwohl das neue Kirchenrecht sogar deutlicher als das alte die tägliche Zelebration dem Priester empfiehlt, zelebrieren heute die Priester meistens nicht mehr, wenn sie keine offiziell angesagte Messe haben. Die Konzelebration, die als neue Errungenschaft eingeführt wurde, scheint auch schon viel von ihrem Reiz verloren zu haben. Ein Priester, der keine offizielle Messe hat, konzelebriert nicht bei einem anderen mit, sondern hat dann eben frei. Er macht gar nichts. Auch im Urlaub zelebrieren viele Priester gar nicht mehr. Jean Guiton, ein Freund Paul VI., sagte 1980, ich entsinne mich, dass ich mit meinen Artikeln und meinen Interventionen dartun wollte, dass nach dem Konzil die geistlichen Berufungen an Zahl und Eifer zunehmen würden, dass ferner die Konversionen zunehmen und der Glaube der Katholiken wiederbelebt und sich ausweiten würde. Das Gegenteil ist eingetreten und das in einem solchen Ausmaß, dass ich beim Gespräch hierüber mit Paul VI. Sah, wie er aus der Fassung geriet. Paul VI. Sagte selbst einmal 1972, man glaubte, dass nach dem Konzil ein Tag voller Sonne für die Kirchengeschichte angebrochen wäre. Stattdessen ist ein Tag voller Wolken, Sturm und Dunkelheit angebrochen. Noch schlimmer als der zahlenmäßige Zusammenbruch ist der Zusammenbruch des Glaubens. Das Konzil wollte, dass die neuen Riten das Heilige, den sie zum Zeichen dienen, deutlicher zum Ausdruck bringen.
Aber weder die Priester noch die Gläubigen wissen im Allgemeinen heute noch, was die Messe ist. Kaum einer weiß, dass sie die Erneuerung des Kreuzesopfers ist. Oft wird es sogar vehement bestritten. Der Glaube an die Gegenwart Christi in der Eucharistie ist in weiten Teilen der Kirche ebenfalls geschwunden. Viele Gläubige sehen in der Eucharistie nur noch ein Symbol für Christus oder ein heiliges Brot. Wir haben am Anfang gesehen, dass es nicht ideal war, wenn die Gläubigen vor dem Konzil sich während der Messe mit irgendwelchen Privatandachten beschäftigten. Aber immerhin wussten diese Gläubigen, dass die Messe etwas unsagbar Heiliges ist, dass ihr Christus wirklich gegenwärtig wird und sein Opfer erneuert. Die nachkonziliaren Gläubigen wissen das im Allgemeinen nicht mehr. In der ersten Fassung der Einführung zum neuen Messbuch lautet der Paragraph 7, das Herrenmahl oder die Messe ist die heilige Zusammenkunft oder die Versammlung des Volkes Gottes, das unter dem Vorsitz eines Priesters zusammenkommt, um das Gedächtnis des Herrn zu feiern. Deshalb gilt von der örtlichen Versammlung der Heiligen Kirche in hervorragendem Maß die Verheißung Christi: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und diese Definition hat nichts spezifisch Katholisches und könnte genauso gut von einer protestantischen Abendmahlsfeier ausgesagt werden. Es ist kein Wort vom Opfer und von der realen Gegenwart Christi. Der Priester ist nur Vorsitzender. Und so verstehen die Gläubigen allgemein die Messe. Diejenigen, die die neue Messe jahrelang besucht haben, haben ungefähr diese Meinung von dem, was die Messe ist. Ich habe selbst einmal als Abiturient einen meiner Mitschüler gefragt, was denn die Messe für ihn sei. Und er antwortete etwas vom Gedächtnis des letzten Abendmahles und so weiter. Und dann habe ich ihm diesen Paragraph 7 vorgelesen. Hat darauf gesagt, ja, das ist genau das, was ich gesagt habe. Also das ist der Glaube, den die neue Messe vermittelt. Und das ist nicht der katholische Glaube vom Messopfer. Natürlich mag es Ausnahmen geben, wo ein rechtgläubiger und mutiger Priester noch den Glauben unverkürzt verkündet. Aber das ist eher selten. Im deutschen Sprachraum ist es jedenfalls viel häufiger, dass durch die Predigt und die Katechese alles noch viel schlimmer gemacht wird. Wir haben gesehen, der neue Messritus vermindert den Ausdruck des Opfercharakters und der realen Gegenwart Christi. Es ist nicht völlig gestrichen, aber viele Priester und Katecheten leugnen das ausdrücklich. Die nachkonziliaren Gläubigen haben meist seit Jahrzehnten nichts mehr von der Wahrheit und Heilsnotwendigkeit des Glaubens, von der heiligmachenden Gnade, von schwerer und lässlicher Sünde, von Himmel, Hölle, Fegefeuer und Auferstehung der Toten und so weiter gehört. Im vergangenen Jahr, also 2018, wurde in den USA eine vergleichende Studie gemacht zwischen den Gläubigen des Novus Ordo und den der überlieferten Messe. Nach dieser Studie waren 89% der Novus Ordo-Katholiken für künstliche Empfängnisverhütung, bei den anderen waren es nur 2%. 51% der Besucher der neuen Messe hießen die Abtreibung gut, bei den anderen nur 1%. 99 der traditionsverbundenen Katholiken besuchten jeden Sonntag die Messe, bei den anderen nur 22%. Ich als praktizierender Katholik gilt heute jemand, der ungefähr einmal im Monat in die Messe geht. Von den Besuchern der alten Messe gingen 89% wenigstens einmal im Jahr zur Beichte, bei den anderen nur 25%. Und somit ist wirklich klar, dass die Einführung der neuen Messe
sicherlich im Zusammenhang mit den anderen Reformen, ein schrecklicher Schaden für das Heil der Seelen gewesen ist. Und das Schlimme, trotz dieser schrecklichen Folgen zeigen sich die meisten höheren Amtsträger bis heute uneinsichtig. Ich habe mich oft gefragt, ob das nicht so etwas wie die Sünde gegen den Heiligen Geist ist. Nicht obwohl doch nun wirklich offenbar ist, dass diese Reformen nichts Gutes gebracht haben, hält man uneinsichtig daran fest. Lieber lässt man eine Kirche abreißen oder in ein Restaurant verwandeln, als sie den Gläubigen der Tradition zur Verfügung zu stellen. Oder denken wir an das Schicksal der Franziskaner von der Immaculata. Diese Kongregation gehörte nicht zu denen, die für die überlieferte Messe gegründet wurde. Aber nach dem Motu Proprio von Benedikt XVI. Entschlossen sich die meisten Priester dieser Gemeinschaft für die Feier der alten Messe. Während die Franziskaner sonst ein Kloster nach dem anderen schließen müssen, weil sie keine Berufungen mehr haben, gab es in dieser Kongregation genug Berufungen. Wegen der Unzufriedenheit einiger weniger Priester kam es dann zu Untersuchungen durch den Vatikan, ein Kommissar wurde eingesetzt und hat ihnen die alte Messe verboten, außer es gibt eine ausdrückliche Sondergenehmigung. Und der Orden ist jetzt fast zerstört. Das ist nicht das einzige Beispiel. Also immer noch zerstört man blühende Orden und Kongregationen, weil sie traditionsverbunden sind. Trotzdem dürfte die Tradition nicht mehr zu stoppen sein. Vor allem im jungen Klerus gibt es seit Jahren eine Neigung zur Tradition. Der Modernismus hat keine Anziehungskraft mehr. Wer heute noch katholisch sein oder Priester, Ordensmann, Ordensfrau werden will, der will es normalerweise richtig sein. Im Zoo gibt es manchmal bei den Schildern, die die Tiere beschreiben, so einen Hinweis wie vom Aussterben bedroht oder gefährdete Art. Ich denke, wir können heute sagen, der traditionelle Gläubige bzw. der traditionelle Priester ist keine vom Aussterben bedrohte Art mehr. Allerdings ist der traditionelle Katholizismus natürlich auch keine Massenbewegung. In Prozentzahlen ausgedrückt sind es immer noch sehr wenige, die konsequent katholisch sein wollen. Ich möchte hier aber noch auf eine andere Gefahr aufmerksam machen. Seit einiger Zeit halten uns Leute, die lange Zeit die neue Messe verteidigt haben, und das zum Teil sogar heute noch tun, vor, dass wir zum Beispiel die Karwochenliturgie von Pius XII. Angenommen haben. Ja, bisweilen wird sogar behauptet, schon Pius X. Habe ungerechtfertigterweise durch seine Brevierreform in die Liturgie eingegriffen. Also manche dieser Leute scheinen die Meinung zu haben, dass jede noch so kleine Änderung in der Liturgie falsch sei. Aber das scheint mir doch nicht katholisch zu sein. Es gibt hier sogar ein Dogma des Konzils von Trient. Das lautet: Stets lag bei der Kirche die Vollmacht, bei der Verwaltung der Sakramente, unbeschadet ihrer Substanz, das festzulegen oder zu verändern, was nach ihrem Urteil dem Nutzen derer, die sie empfangen bzw. der Verehrung der Sakramente selbst entsprechend der Verschiedenartigkeit von Umständen, Zeiten und Gegenden zuträglicher sei. Also man kann sich fragen, ob der Papst einen neuen Ritus machen darf. Das hat es jedenfalls in der Geschichte der Kirche nie gegeben.
Pius V. hat nach dem Konzil von Trient die damals existierenden Riten vereinheitlicht, aber er hat keine neue Messe gemacht. Aber kleine Änderungen, kleine Anpassungen in der Liturgie, die hat es immer gegeben. Und dem Papst das Recht dazu abzusprechen, das scheint mir eben, wie gesagt, nicht katholisch zu sein. Wenn wir gerade diese Karwochenreform von Pius XII. Betrachten, dann kann man natürlich der Meinung sein, dass nicht alles hier glücklich gewesen ist. Aber jedenfalls gab es nichts, was dem katholischen Glauben geschadet hat. Und manches war auch sehr gut. Vor der Reform hat man das Abendmahlsamt am Gründonnerstag und die Osternachtsfeier am Donnerstag bzw. am Samstagmorgen gefeiert. In einer normalen Pfarrei gab es dabei fast keine Gläubigen. Oder die Gläubigen kamen am Samstag, nachdem die 12 Lesungen vorbei waren. In unseren Prioraten gehören diese Zeremonien heute zu den schönsten des Kirchenjahres, die auch unter großer Beteiligung der Gläubigen mitgefeiert werden. Also ich sehe nicht, wie man hier diese Reform als grundsätzlich schlecht und abzulehnen einstufen kann. Und hier sind wir jetzt auch schon bei der tätigen Teilnahme an der Heiligen Messe. Wir haben gehört, dass das Konzil die tätige Teilnahme der Gläubigen an der Feier der Heiligen Messe befördern wollte. Die nachkonziliaren Reformer haben das so verstanden, dass möglichst viele Laien in Alltagskleidung im Altarraum herumlaufen sollen, um etwas vorzulesen, etwas zu bringen oder die Kommunion auszuteilen. Das ist aber keine richtig verstandene tätige Teilnahme. Diese besteht vielmehr darin, dass die Gläubigen innerlich und äußerlich dem Geschehen der Heiligen Messe folgen. Die äußere Teilnahme besteht darin, dass sie im Hochamt an den liturgischen Gesängen teilnehmen, soweit sie es eben können, oder in der dialogisierten Messe die Antworten geben. Sie kann auch darin bestehen, dass sie als Ministranten in der Schola oder im Chor einen liturgischen Dienst versehen. Ich denke, hier liegen die Dinge in unseren Prioraten und Kapellen im Allgemeinen besser als vor dem Konzil. Wenigstens kann man doch oder können doch in fast all unseren Kapellen mehrere Messen gesungen werden, also das Kuriale mehrere Messen gesungen werden. Oft gibt es eine Schola, die wenigstens Teile des Propriums singt. Die Ministranten sind oft gut geschult und können die verschiedenen Dienste des Zeremoniars, Turiferas und Akolyten ausüben und stehen nicht einfach nur um den Altar herum, wie es vor dem Konzil wohl oft gewesen ist. Die regelmäßigen Besucher unserer Messe kennen sich im Allgemeinen auch im Schottmessbuch aus und können dadurch den Gebeten folgen. Und das ist diese mehr äußere Teilnahme. Wichtiger aber noch ist die innere Teilnahme. Die Gläubigen sind tatsächlich nicht nur Zuschauer oder Empfänger der Heiligen Messe, sondern sie sollen als getaufte Christen auch mitopfern. Pius XII. Hat das in Mediator Dei genau beschrieben. Er sagt hier, an der Wandlung von Brot und Wein und der Gegenwärtigsetzung des Opfers Christi, da haben die Gläubigen natürlich keinen Anteil. Das ist das Werk des geweihten Priesters allein. Die Messe ist aber nicht nur das Opfer Christi, sondern auch das Opfer der Kirche und unser Opfer. Und wir sollen uns nämlich dem Opfer Christi anschließen und auch unsererseits Christus, dem Vater, aufopfern und uns selbst mit unseren Leiden, unseren Kreuzen mit Christus zusammen. Und das war auch der Sinn des Opferganges in der alten Kirche.
Die Gläubigen brachten hier während des Offertoriumsgesangs Brot und Wein und manchmal auch andere Gaben zum Altar. Der Diakon nahm die Gaben in Empfang und sonderte das aus, was in der gegenwärtigen Messe konsekriert werden sollte. Der Rest wurde für den Unterhalt des Klerus oder auch für die Abendfürsorge verwendet. Davon ist heute noch das Einsammeln der Kollekte übrig geblieben. Wir geben also etwas von unseren Gütern zum Zeichen dafür, dass wir uns selbst in der Messe mit Christus opfern wollen. Das ist der Sinn und das ist die wahre und notwendige aktive Teilnahme an der Heiligen Messe. Die Teilnahme an der Heiligen Messe ist für uns also umso fruchtbarer, desto mehr wir uns mit Christus zusammen opfern, also uns selber auch mitopfern. Die beste Weise, an der Heiligen Messe teilzunehmen, besteht darum darin, die Mutter Gottes unter dem Kreuz nachzuahmen. Sie hat hier Christus auch ihrerseits für das Heil der Welt aufgeopfert und ihre eigenen Leiden mit denen ihres Sohnes vereinigt. Wenn wir so die Heilige Messe mitfeiern, dann ist das Beste, was wir für unser eigenes Heil, aber auch für das Heil der übrigen Menschen und für eine wahre Erneuerung der Kirche tun können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.